Du hast sicher schon mitbekommen, dass nun Touristen in regelmäßigen Abständen den Weltraum besuchen und sich dann anschließend Astronaut nennen. Jedes Wort des letzten Satzes kann man jetzt aber in Frage stellen. Die Palette der Herangehensweisen könnte jedoch bunter nicht sein. Von gigantischen Hotels im Orbit und auf anderen Himmelskörpern sind wir zwar noch Jahrzehnte entfernt, aber ein Unternehmen hat schon einen Deal mit der NASA und den anderen ISS-Partnern, ein kleines Hotel an die ISS zu docken. Ein anderes Unternehmen möchte die Rakete komplett aus der Gleichung nehmen und wird seine Fahrgäste mit einem Ballon ins All bringen. Im Moment ist Blue Origin aus der Jeff Bezos-Familie mit der New Shepard führend im Bereich suborbitale Flüge. Theoretisch ist Virgin Galactic auch aktiv im Geschäft, aber von ihnen hat man seit dem Jungfernflug mit dem Chef selbst, also Sir Richard Branson, nicht mehr viel gehört. Inzwischen sind sogar immer wieder Touristen auf der ISS. Die Saat für das, was wir heute zu sehen bekommen, wurde aber schon viel früher gesät. Jeffs New Glenn-Rakete, aber auch Elons Falcon 9 waren vielleicht gerade mal verrückte Gedankenspieler, als der erste US-Unternehmer Dennis Tito in einer russischen Sojus-Raumkapsel für rund 8 Tage zur ISS flog. Bis 2009 flogen noch eine weitere Handvoll Leute zur ISS, bevor sich der Spaß aufhörte. Denn als das Shuttle-Programm eingestellt wurde, hat man den Betrieb der Station auf das Minimum heruntergefahren. Die russische Sojus war dann für rund 10 Jahre die einzige Trägerrakete, die Crew von und zur Station transportieren konnte. Übrigens, hier habe ich etwas sehr Interessantes für dich. Die iranisch-amerikanische Ingenieurin und Unternehmerin Anousheh Ansari war die erste Zivilistin, die auf die ISS geflogen ist. Das ist interessant, weil sie Mitglied einer Unternehmer- und Philanthropenfamilie ist, aus der unter anderem auch die XPRIZE Foundation entstanden ist. Und die XPRIZE Foundation war auch maßgeblich an der Entwicklung des Virgin Galactic Systems beteiligt. Virgin Galactic System beleuchte ich im Detail in einem anderen Video, das ich dir in der Videobeschreibung unten verlinke. Aktuell hat die XPRIZE Foundation in Kooperation mit der Musk Foundation einen Preis in Höhe von 100 Millionen US-Dollar für Carbon Removal Technologie ausgeschrieben. Man kann seine Ideen noch registrieren und an dem Wettbewerb teilnehmen. Also wenn du eine Technologie erfunden hast, die Kohlenstoff aus der Atmosphäre holt, dann ist das jetzt deine Chance. Ich möchte noch einmal kurz zu Anousheh Ansari zurückkommen. Ihr Aufenthalt im All und auf der ISS dauerte etwa 10 Tage. Sie wurde in der iranischen Stadt Mashhad geboren. Das ist 1600 Kilometer von meiner Geburtsstadt Mahabad entfernt. Warum ich dir das erzähle, ist, weil die iranische Regierung ein ganz eigenes Raumfahrtprogramm hat, das aber ausschließlich militärischen Zwecken dient. Es gibt leider keine wirklich verlässlichen Daten zu ihrem Raumfahrtprogramm. Du hast es aber sicher schon mitbekommen, dass diese Regierung gerade mit allen militärischen Mitteln Krieg gegen seine eigene Bevölkerung führt. Eine Bevölkerung, die einfach nur frei sein will. Es ist wichtig hinzusehen und das Thema in den Medien zu halten, denn es passieren echt schreckliche Dinge im Iran. Der UN-Menschenrechtsrat hat unter Federführung Deutschlands und Islands ein Mandat gegen den Iran verabschiedet. Versuch mal herauszufinden, was das genau bedeutet. Mehr möchte ich zu diesem Thema auch nicht sagen. Sorry für den kleinen Ausflug, aber man kann nicht einfach so tun, als ob nichts wäre. Kommen wir zurück zur ISS. Die Zeit nach der Einstellung des Shuttle-Programms nenne ich gerne die schwarzen Tage der Raumfahrt, die erst mit der Inbetriebnahme der Crew Dragon von SpaceX im Mai 2020 beendet wurden. Etwas mehr als ein Jahr später, also im Juli 2021, flog das erste Mal auch im Blue Origins Crew-Kapsel eine Crew mit. Unter den Fahrgästen waren Jeff Bezos selbst und sein Bruder Mark. Man darf hier aber nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. SpaceX schafft es mit ihrem System, Menschen in die Erdumlaufbahn und zur internationalen Raumstation zu schießen. Das haben sie auch bei der Inspiration 4 Mission gemacht, als sie 4 Zivilisten für mehrere Tage in den Orbit geschickt haben. Dabei ist die Crew höher als das Hubble und die ISS geflogen. So weit draußen war seit den Apollo-Zeiten keiner mehr. Bei Blue Origin ist der Spaß nach etwa 12 Minuten schon vorbei. Und die meiste Zeit bist du angeschnallt. Das soll keinesfalls die Leistung der Ingenieure schmälern. Ich möchte damit nur darauf hinweisen, dass dieses Phallus-Karussell nichts Geringeres als eine Revolution in der Raumfahrt dargestellt hätte, wäre da nicht SpaceX, die das Ganze schon 6 Jahre vorher geschafft hatten. Und das nicht mit einer Rakete, die gerade hoch und auch so wieder zurückfliegt, sondern mit einem orbitalen Booster. Wer Blue Origin für diese New Shepard Rakete jetzt belächelt, der versteht einfach das Geschäftsmodell dahinter nicht. Die Idee ist nämlich, erst einmal ein verhältnismäßig kleines Trägersystem auf den Markt zu bringen. Auch wenn ein solches System nur auf die Reichen abzielt. Das ist sogar ein erwünschter Nebeneffekt. Hat ja Tesla mit dem Roadster auch nicht anders gemacht.
zuerst ein teures Produkt mit limitierter Stückzahl auf den Markt bringen. Dieses Produkt spült dann erst einmal dringend gebrauchten Umsatz in die Kassen. Nebenbei sammelt man in kleinem Maßstab Erfahrung darin, eine f***ing Rakete zu fliegen und zu landen. Außerdem demonstriert das auch Investoren und Kunden gegenüber, dass man die Technologie beherrscht. Was wiederum gut ist, wenn man nebenbei ein viel größeres Trägersystem entwickeln möchte. Blue Origin ist vielleicht nicht der schnellste Teilnehmer des Rennens, aber sicherlich einer mit Ausdauer und raffinierten Managern, Anwälten und anderen Mechanismen, die weder in die Kategorie Technologie noch in die Kategorie Wirtschaft fallen. Ich will nur darauf hinaus, dass man Blue Origin nicht unterschätzen sollte. Das Versagen ihres Boosters im September 2022 hat gezeigt, dass die Sicherheitsmechanismen der Kapsel funktionieren. Dieser Vorfall wird jetzt natürlich genau untersucht, dass so etwas nicht noch einmal vorkommen kann. So wäre zumindest das Standardverfahren, aber leider gibt es noch keine genauen Auskünfte dazu. Ich halte dich auf dem Laufenden. Aber jetzt möchte ich einen kurzen Blick auf Virgin Galactic werfen, weil ihr Kurs an der Börse über die letzten Monate in den Keller gestürzt ist. Um ihren ersten kommerziellen Flug herum stieg die Aktie zwischenzeitlich auf über 55 US-Dollar. Jetzt leidet sie stark und hängt unter der 4-Dollar-Marke ab. Die Investoren scheinen keine Freude mit Virgins Leistung zu haben. Geplant war, dass sie nach dem ersten vollständig besetzten Flug im Juli 2021 mit dem Gründer Sir Richard Branson selbst an Bord rund zweimal im Jahr zu starten. Aber irgendwie ist seither nichts passiert. Mit einem Preis von 236.000 Euro ist es auf jeden Fall günstiger als ein Platz auf der New Shepard. Sie haben jedenfalls einige neue Werbevideos veröffentlicht, wo man viele schöne Bilder sieht, aber keine konkreten Hinweise. Die nächste Generation des Mutterschiffes und der Rakete selbst werden gerade entwickelt. Sie haben ihr Produkt marktreif bekommen, bevor sie die Produktion im Griff hatten. Daher wird die nächste Generation der Virgin Galactic Flotte mehr für die Massenproduktion gestreamlined. Ich glaube echt nicht, dass es an Interessenten mangelt. Allein die Ausbildung, die man bekommt, ist extrem spannend, lehrreich und vollgepackt mit Action. Genau wie auch die Ausbildung der Inspiration 4 Crew. Sie brauchen nur noch ein wenig Zeit. Wir warten aber nicht auf sie und machen jetzt weiter. Im Moment gibt es außer der ISS und der chinesischen Raumstation nicht viel im Orbit auf dem Mond oder auf dem Mars, das von uns Menschen besucht werden könnte. Denn es gibt offensichtlicherweise nicht so viel Platz auf diesen Stationen. Bis mehr Platz bzw. Raum geschaffen ist, dürfen kommerzielle Expeditionen zur ISS in begrenztem Rahmen stattfinden. Das spült auch Gelder in die Kassen, was immer gut ist. Im April 2022 organisierte Axiom Space die erste vollkommerzielle Mission mit einer vierköpfigen Crew. Für 2023 sind drei weitere solche Missionen zur ISS geplant. Für alle Missionen kommen natürlich Falcon 9 Raketen und Crew Dragon Kapseln aus dem Hause SpaceX zum Einsatz. Bis zur Dekommissionierung der ISS möchten sie aber eine eigene Station haben. Dafür haben sie sogar schon einen 140 Millionen US-Dollar Vertrag mit der NASA bis 2025 ein erstes Modul an die ISS zu docken. Wenn es gut läuft, dann sollen weitere Module folgen, bevor die ISS zur Erde zurückstürzt. Vorher wird sich Axiom mit ihren Modulen abtrennen und eine eigene Station bilden. Die NASA hat übrigens auch schon Blue Origin und eine Reihe anderer Unternehmen verpflichtet, bis zum Ende der ISS-Lebzeit Raumstationen zu errichten und diese dann an die Raumfahrtagenturen zu vermieten. Ich habe alle geplanten Raumstationen in diesem Video in der Infobox zusammengefasst. Und in der Videobeschreibung findest du mein Video zu den geplanten Mega-Raumstationen der Gateway Spaceport LLC, das inzwischen mein beliebtestes Video geworden ist. Also ich glaube, entweder Orbital Reef von Blue Origin oder Axiom werden die ersten kommerziellen Raumstationen werden. Der Grund, warum die NASA die Kommerzialisierung der Raumstationen so hart vorantreibt, ist, weil die ISS bis Ende des Jahrzehnts ausgedient haben wird. Und die Koalition aus NASA, ESA, JAXA, CSA und UKSA hat in Wirklichkeit keine Ressourcen, um eine weitere Station zu errichten, denn der Fokus shiftet nun immer mehr Richtung Mond-Gateway-Station und der ersten Mondbasis. Und es ist auch kein Geheimnis, dass erklärtes Ziel des Artemis-Programms es ist, Menschen nicht nur auf den Mond, sondern auch auf den Mars zu schicken. Das erfordert viele Ressourcen. Daher wird so viel wie möglich kommerzialisiert. Dazu gehört eben, dass die Gateway-Raumstation im Mondorbit erbaut wird.
Für genau diese Zwecke hat die NASA im Juni 2022 verkündet, dass sie Axiom Space mit ihrem Mitbewerber Collins Aerospace ausgewählt haben, um die nächste Generation der Raumanzüge für die Crews des Artemis-Programms zu entwickeln. Damit sollen dann auch Weltraumspaziergänge auf den Stationen möglich sein. Also ein Anzug für alle Zwecke. Das hält übrigens SpaceX nicht davon ab, selbst weiter an den eigenen Anzügen zu arbeiten, denn sie haben eine ganz eigene Reihe an geplanten Missionen. Ihre aktuellen Anzüge für die Reisen zur ISS sind nicht für Außeneinsätze vorgesehen, aber sie tasten sich gerade heran. Sowohl die Polaris-Missionen als auch die Dear Moon-Mission werden einen Bedarf an Raumanzügen schaffen. Machen wir jetzt einen Schwenk und schauen uns eine ganz andere Herangehensweise an den Weltraumtourismus an. Bin gespannt, was du davon hältst. Space Perspective möchte für ihre Trips ins All die Rakete komplett weglassen und stattdessen mit Helium gefüllte Ballons aus Kunststoff nutzen. Dabei hängt die Crew-Kapsel unten am Ballon, wie man es von normalen Ballonfahrten auch kennt. Der Vorteil dabei ist, dass die Reise ziemlich gemütlich ist, was viele Barrieren abschafft. Jeder, der mit einem Linienflieger fliegen kann, kann auch in diese Kapsel steigen. Der Ballon steigt mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von harten 20 km/h bis zur Stratosphäre auf etwa 30 bis 40 km Höhe. Das gilt nach keinem Maßstab als Weltraum. Aber sie werben damit, dass man dort immerhin über 99% der Atmosphäre ist. Während des Fluges kann man einen 360-Grad-Panoramablick aus den 1,50 Meter hohen Fenstern genießen. Sie werben auch damit, dass das WLAN ausreichen wird, dass man streamen kann. Also YouTuber-freundlich ist das System auch. So ein Trip soll mit 125.000 US-Dollar viel leistbarer sein als ein Flug bei Virgin Galactic oder Blue Origin. Mit einer Anzahlung von 1.000 US-Dollar haben sie schon 1.000 Menschen Tickets gesichert. Und nur damit wir den Vergleich haben. Wenn SpaceX Menschen ins All schickt, dann fliegen sie für mehrere Tage über 400 Kilometer hoch in einer Erdumlaufbahn um die Erde. Blue Origin bringt dich auf etwas über 100 Kilometer. Das kann man dann schon Weltraum nennen, aber nicht Orbit. Virgins Reisen gehen überhaupt nur auf 80 bis 90 Kilometer hoch. Die beiden letzteren Flüge dauern auch nur wenige Minuten. In der Space Perspective Kapsel mit dem Namen Spaceship Neptune kann man während der 6-stündigen Reise herumgehen und sich einen Drink an der Bar holen. Ganz richtig, dort oben gibt es genauso eine Erdanziehungskraft wie auf der Erde auch. Die Schwerelosigkeit entsteht nur durch hohe horizontale Geschwindigkeiten. Wenn du einen 500 Kilometer hohen Turm baust, hast du dort oben auch noch immer Gravitation. Die Idee mit dem Ballon leuchtet mir schon einigermaßen ein. Ist ja nicht neu. Wir haben ja alle den Sprung von Felix Baumgartner aus der Stratosphäre mitbekommen. Was viele aber nicht wissen ist, dass 2 Jahre später Alan Justice die meisten seiner Rekorde gebrochen hat. Worauf ich hier hinaus will ist, dass Space Perspective in seinen Beschreibungen von einem Reserve Descent System redet. Also von einem Rückkehrsystem. Aber nirgends gibt es eine genauere Erklärung dazu. Die Rede ist von einem Fallschirmsystem, das die Kapsel sicher zur Erde zurückbringt. Und daraus, dass sie die Ballons immer nur einmal verwenden, leite ich ab, dass es wie bei Felix Baumgartner sein wird, dass der Ballon irgendwann abgetrennt wird. Wenn das wirklich so ist, dann bin ich mir nicht sicher, ob gebrechliche Menschen so einen freien Fall so toll fänden. In diesem Moment sollte man dann wohl auch keinen Drink mehr in der Hand halten. Zeppeline scheinen auch gerade ein Comeback hinzulegen. Warum also nicht auch Ballons? Das ist übrigens schon das zweite Vorhaben von Gründerin und CEO Jane Poynter. Sie ist auch federführend in dem Unternehmen Worldview, das auch zuerst touristische Ziele hatte, aber dann umgeschwenkt hat und nun institutionelle Aufträge annimmt. Inzwischen haben sie eine starke Basis an zahlenden Kunden aus der Meteorologie, dem Militär, der Wissenschaft, der Erdbeobachtung, Landwirtschaft und der Filmindustrie. Der Erfolg mit Worldview dürfte Poynter nun motiviert haben, das touristische Programm auch wieder aufzunehmen. Die Idee ist, klein zu beginnen und später viele tausende Menschen zu transportieren. Damit es aber soweit kommen kann, müssen sie einen Weg finden, ihren Ballon wieder zu verwenden. Denn das jetzige Missionsprofil sieht vor, dass die Ballons immer nur für eine Mission genutzt werden. Aber ich bin zuversichtlich, dass sie das hinbekommen werden. 2023, also dieses Jahr, soll noch ihr neues Schiff, das als Hochseehafen dienen soll, erste Testfahrten unternehmen. Die Erfahrung mit Ballons haben sie jedenfalls schon. Jetzt geht es daran, es für Menschen zu qualifizieren. Und so ein Schiff bietet viele Vorteile, die man an Land nicht hat.
Aber das würde den heutigen Rahmen sprengen. Bevor wir zum Ende der heutigen Ausgabe kommen, habe ich noch eine sehr interessante Frage. Hast du gewusst, wie Ballone steuern? Salopp ausgedrückt mit anderen Ballonen. Indem man vorher schon kleine Wetterballone steigen lässt, erfasst man die Windrichtungen auf den verschiedenen Höhen und kann diese Winde später nutzen, um zu steuern bzw. sich in die gewünschte Richtung treiben zu lassen. Das heißt, die Fähigkeit eines Ballons zu steuern ist gleichgesetzt mit seiner Fähigkeit, seine Höhe zu manipulieren. Die Systeme von Space Perspective und World View haben aber Steuerdüsen, die die Steuerung etwas weniger dem Zufall überlassen. Mein Name ist Sirwan, danke fürs Einschalten, Peraspera ad Astra.